Hallo Freunde, ich bin Physiotherapeut in der Klinik Pelletage. Mein Name ist Konstantin. Ich würde heute gerne ein paar Übungen zeigen, wie man Rücken- oder Nackenverspannungen loskriegt. Da schon seit 4 Wochen die meisten von zu Hause arbeiten und vor allem an vielleicht Arbeitsplätzen wie normalen Esstisch oder vom Sofa aus, die vielleicht nicht ganz optimal dafür geeignet sind, um längere Zeit dran zu arbeiten, wird die ein oder andere Beschwerden bekommen haben. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr die loswerdet. Das erste Thema ist natürlich die Aufrichtung. Umso weiter nach vorne das Becken gekippt ist, umso besser kann sich die ganze Wirbelsäule aufrichten. Und das wird auch die Basisposition sein für die nächsten Übungen. Wenn ihr gerade aufrecht sitzt, lasst die Arme mal unten hängen, zieht die Schulter so weit wie möglich zu den Ohren hoch und lasst sie mal fallen. Das führt ihr 20 Mal durch. Und einfach nur zu spüren, inwiefern die Muskulatur angespannt oder entspannt ist. Und wenn ihr mit der Zeit mit den Schultern zu weit hochgegangen seid, dann könnt ihr dementsprechend das mal lösen, dass ihr mal fühlt, wann es entspannt und wann es angespannt. Eine weitere Übung wäre, wenn ihr die Schultern kreist. Hier ist wirklich die Betonung, dass zwischen den Schulterblättern die Muskulatur die Schulterblätter quasi zusammenzieht und wieder loslässt. Genauso auch komplett der Trapezmuskel und der von der Halswirbelsäule bis zur Brustwirbelsäule runterzieht. Ein ganz großer Muskel, der schräg nach oben ziehen und nach unten verlaufen ist. So, das macht ihr dann so, dass ihr versucht, die Schulterblätter weit nach hinten zu ziehen, dort für 1-2 Sekunden zu lassen und wieder lösen. Das wiederholt ihr auch um die 20 Mal. Dabei darauf achten, dass ihr die Schulter nicht hochzieht, sondern versucht wirklich die Schulterblätter hinten zusammen und nach unten zu ziehen, dort für 1-2 Sekunden zu halten und dann zu lösen und dann wieder zusammen, runter, lösen. Wir kommen zur Übung Nummer 3. Und zwar nehmen wir beide Arme hinter den Kopf. Es geht um dieselbe Partie. Hier betonen wir halt mehr auch die Brustmuskulatur, dass wir die versuchen, hier vorne mehr aufzudehnen und eher den hinteren Bereich, der jetzt etwas verhärtet ist, mehr zu aktivieren, ne? Dass da hinten mehr Spannung sich aufbaut und vorne sich besser lösen kann. Ihr könnt die Übung in 2 verschiedenen Varianten machen. Und zwar, dass ihr isoliert erstmal nur die Ellbogen, soweit es geht, nach hinten weiternimmt. Ihr werdet hinten zwischen den Schulterblättern, werdet ihr mehr die Spannung spüren. So, und das macht ihr auch 20 Mal. Die Übung könnt ihr auch kombinieren, indem ihr euch leicht krumm macht und sich dann ganz weit aufrichtet, kombiniert mit der Atmung. Das heißt, wenn ihr euch aufrichtet, atmet tief durch die Nase ein, ausatmen und klein machen. 20 bis 30 Mal. Übung Nummer 4. Und zwar streckt ihr beide Arme nach vorne aus, die Hände gucken zueinander, das Becken ist nach vorne gekickt, dass ihr ganz aufrecht gerade sitzt, ja? Die Füße ein bisschen weiter auseinander, dass ihr mehr Stabilität habt. Dabei guckt ihr jetzt nach rechts so weit wie möglich und öffnet die rechte Seite. Geht zurück und dann geht es zur linken Seite. Abwechselnd. 20 Mal jede Seite. Dabei beim Öffnen einatmen durch die Nase, beim Schließen ausatmen. Letzte Übung. Die letzte Übung führen wir so durch. Beide Arme in U-Haltung, stechen mit den Fingern zur Decke hoch und ziehen es ganz langsam wieder runter. Dabei darauf achten, dass die Ellbogen so weit wie möglich auseinander gehen, dass sich vorne der Brustkorb öffnen kann und die Spannung hinten im Nackenbereich sich zunehmend die Muskulatur mehr anspannen kann. Dies führt er dann 20 bis 30 Mal durch. Wieso macht man das? Wie gesagt, durch eine statische Anspannung der Muskulatur werden die Gefäße werden auch mitkomprimiert. Das heißt, die Versorgung der Muskulatur ist schlechter. Und wenn ihr vor allem eine Anspannung ohne Bewegung habt, umso schneller führt es dazu, dass ihr eine Verhärtung kriegt. Wenn ihr stündlich quasi die Übungen durchführt, sorgt ihr dafür, dass die Muskulatur sich immer wieder anspannt und entspannt. Dadurch führt es dazu, dass da deutlich mehr Blut reinkommt, Nährstoffe und Sauerstoff kommt rein und Abfallprodukte gehen aus der Muskulatur raus. Das heißt, im Endeffekt durch die Bewegung wird die Ernährung der Struktur deutlich besser und dadurch kann sich auch Tonus auch besser regulieren. Das heißt, versucht die Übung täglich durchzuführen. Die Wiederholungsanzahl liegt 20, besser wäre 30, zwei Sätze und im Idealfall wirklich mal jede Stunde mal probieren. Wenn es nicht möglich ist, dann versuchen jede 2 Stunden. Und während der Arbeitszeit, quasi nicht nur nach der Arbeit, mal zwischendurch, mal abends, mal dehnen und die Übung durchführen. Nein, wirklich während der Belastung, während ihr sitzt und ihr vielleicht eine Haltung eingenommen habt, die nicht optimal ist, stellt euch einen Timer. Wenn es wimmelt, aufrichten, die Übung durchführen, 5 Minuten Zeit nehmen, wieder an die Arbeit setzen, weiterarbeiten.
Ich danke euch und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, meldet euch. Tschüss.